Wollte nur mal loswerden, wie amüsant ich diese Kommentare finde. Offensichtlich sind da jetzt einige Leute drauf reingefallen und meinen jetzt irgendwie, steht kurz vor irgendeiner Art Zusammenbruch oder so, als seien das irgendwelche Anzeichen. Und diese ganzen Kommentare, die völlig ignorieren, was ich sage, einfach nur, die einfach nur behaupten, ich sei irgendwie schwul oder so. Das, wisst ihr, ich habe eh voll die Langeweile zur Zeit und das ist einfach nur voll witzig, sich mit solchen Leuten zu unterhalten, die einen so gar nicht kennen und die meinen, das ist einfach nur alles, ja, die könnten so einfach erzählen, was sie wollen und das macht mich wahnsinnig. Ey, ich kenn solche Unterhaltungen noch aus der Realschulzeit. Ich war ja, bevor ich studiert habe, Ausbildung gemacht habe und Abi gemacht habe, ja noch auf der Realschule. Ich kenne solche Leute, ich weiß ganz genau, wie die ticken. Und ich bin da total immun gegen. Also da könnt ihr ruhig noch mehr machen, noch mehr schreiben. Ja, aber wundert euch nicht, wenn ihr mich in der Klinik nicht seht, ja? Also, das ist mir alles sowas von scheißegal, was ihr davon haltet. Ja, dass ich im Rollstuhl sitze oder keine Ahnung, auf dem CSD mit irgendjemandem rumgemacht habe angeblich, ja. Provokationen über Provokationen, aber die wissen offensichtlich gar nicht, wer ich bin und das interessiert die auch gar nicht. Die haben irgendein Bild im Kopf und die wollen dieses Bild nicht loslassen und ja, deren Problem. Also ich glaube, das sind irgendwelche Leute, die sich einfach nur amüsieren wollen, aber es kann auch sein, dass irgendwelche Leute irgendwie spekuliert haben und jetzt ärgern sie sich einfach nur, dass. Ich meine, irgendeiner hat geschrieben, im Internet gibt es Beweise über sie oder sowas. Sinngemäß. Na und? Das Internet ist voller Lügen. Es gibt Leute, die meinen, Corona gibt es gar nicht. Als ob die Regierung, das Gesundheitsministerium nur so zum Spaß diese Notkliniken aufstellt und ohne Ende Geld dafür ausgibt und. Ja, also es gibt viele Dinge, die im Internet behauptet werden und das interessiert mich einfach nicht. Deswegen beschäftige ich mich auch nicht mit dem, was im Internet erzählt wird, weil das hauptsächlich alles Schwachsinn ist. Sehr selten findet man da wirklich brauchbare Informationen. Und vor allen Dingen über jemanden wie mich. Ja? Über jemanden wie mich, der offensichtlich nie irgendwie einen richtigen Freund gehabt hat. Ja, jemand, auf den alle eifersüchtig sind. Alle eifersüchtig gewesen sind und die dann einfach nur Lügen in die Welt setzen. Es muss mich gar nicht interessieren. Ich weiß ganz genau, dass da Scheiße erzählt wird. Aber das muss mich gar nicht aufregen. Mich interessiert das auch gar nicht, was genau gesagt wird. Weil man kann sich über mich nicht lustig machen. Ohne Scheiß, geht einfach nicht. Also die können es versuchen natürlich, aber die brauchen dann irgendwie sich nicht wundern, wenn das zu nichts führt. Was sind schon Beweise? Was heißt schon Beweise? Irgendjemand, der meint, er kennt mich, erzählt irgendwas? Ja. Ich könnte mir auch irgendeinen Scheiß ausdenken über irgendeine Person, die ich nicht kenne. Ja. Ich bin einfach nur ein Phantom, ein Mythos. Da gibt es einen Typen, der heißt René und über den werden ganz viele Sachen erzählt. Ja. Machen wir einfach mit, erzählen wir auch irgendwas. Einfach irgendwas, was da in den Kram passt. Ja, so läuft das. Einfach nur menschlich, ja. Die wollen einfach mitreden, die wollen mit dabei sein. Alle lästern über den, ja, komm, lästern wir auch mit. Ah, guck mal, was der für Videos macht. Das ist dem jetzt bestimmt voll peinlich, wenn wir da jetzt Kommentare drunter schreiben, rastet der bestimmt aus. Nein, macht nur. Das ist einfach nur eine Vorlage, die ich euch biete, damit ihr euch lächerlich machen könnt. Ihr kennt mich gar nicht. Also. Ohne Scheiß, ich habe so eine Langeweile, ich lache mich da jedes Mal drüber kaputt. Also kommt schon, ne? Aber wundert euch nicht, wenn ich nicht direkt antworte, weil ich sitze jetzt nicht die ganze Zeit da und warte auf Kommentare. Ab und zu gucke ich mal, was so geschrieben worden ist und die witzigsten, die kommentiere ich dann. Ich geh dann die Kommentare einfach so durch, so, weißt du, so. Bei den meisten Kommentaren antworte ich finde ich die Antwort innerhalb von wenigen Sekunden und dann, ne. Manche geben sich dann Mühe, schreiben dann Texte und meinen so, umgekehrte Psychologie, so irgendein Schlupfloch in sein Unterbewusstsein versuchen die dann zu finden, ja. Versucht das mal ruhig. Ihr habt echt keine Ahnung, wer ich bin, ey. Das ist einfach nur sowas von lächerlich. Und, ja. Ich mache mir einfach eine nette Zeit, spiele Videospiele, gucke Fernsehen.
Hol mir ab und zu einen runter. Warte, bis diese ganze Show hier vorbei ist. Ich habe damit nichts zu tun. Würde mich nicht wundern, wenn das am Ende einfach nur ein riesiges eine riesige Sozialstudie gewesen ist, wo die Leute einfach mal, wo irgendwelche Ärzte und Wissenschaftler gucken wollen, boah, wie gehen die mit dem jetzt um? Was machen die mit dem, wenn die glauben, man könnte alles machen mit dem? Zeigen die Leute so ihre, bringt das so, dann bringt das offensichtlich so die übelsten Seiten in den Menschen hervor. Und ich habe mir einfach überhaupt nichts vorzuwerfen. Und also, komme ja so eigentlich, bin eigentlich sehr zufrieden mit mir. Habe das Beste aus allem gemacht. Und ja, es kann sein, dass ich irgendwie in irgendwelchen Videos Leute beschuldige, die das nicht verdient haben. Ja, es wird mir auch leid tun, aber ne, ich kann mir das rausnehmen. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, die nicht wissen, wovon ich rede, die meinen, oh, der ist doch total durchgeknallt. Ja, okay, dann kennt ihr mich nicht, dann wisst ihr nicht, was hier los ist, dann braucht ihr aber euch auch keine Meinung bilden oder zumindest euch nichts darauf einbilden, was eure Meinung zu bedeuten hat oder ob, ne, was deren Gehalt betrifft. Also, ne? Ich bin super entspannt, ich kann einfach nur mega gut schauspielern. So, weißt du, so ganz nervös sein und so aufgeregt sein, das ist einfach alles so einfach für jemanden, der im Innersten so richtig abgeklärt und ruhig ist. Der kann sich dann, weißt du, ich kann, wisst ihr, ich kann mich so richtig gut in Sachen reinsteigern, aber ohne den Draht zur Realität zu verlieren. Und das irritiert euch jetzt offensichtlich. Ja. Und ich verzichte jetzt darauf, über meine sexuelle Orientierung zu reden, weil jeder, der Bescheid weiß, weiß, dass es das lächerlich ist. Hier wird so geschrieben, als würde ich die ganze Zeit mit Transen Sex haben, obwohl ich das nur ein paar Mal gemacht habe. Und die meisten anderen sexuellen Erlebnisse waren mit Frauen. Und ja, braucht ihr euch echt überhaupt nichts drauf einbilden. Aber ich kenne euch, oder ich weiß, was das für Menschen sind, ne? Die werden nicht locker lassen, die werden immer weiterschreiben, die glauben echt so, die kriegen mich damit ran. Aber das ist ganz normal, wisst ihr, das ist so eine Kombination aus Ignoranz. Ja, sie wissen nicht, wer ich bin und das interessiert sie auch eigentlich nicht. Und geringem Engagement, also Engagement, wie man so sagt, ne? Also das interessiert sie auch gar nicht. Die wollen auch gar nicht wissen, wer ich bin. Das gefällt denen so, wie es ist. Die wissen nicht, wer ich bin. Es wird viel über mich erzählt. Und dann wollen die einfach mitreden. Das ist einfach nur Populismus. Ja? Und was sollte das? Eben hat irgendeiner geschrieben, so, ob ich ein Rechter wäre. Ich hab immer CDU gewählt. Also immer Union. Also ich habe überhaupt nichts gegen über Ausländer, ich rechtfertige mich jetzt nicht. Ich sage nur einfach nur ganz, ist einfach nur jetzt eine gute Vorlage, das mal einmal loszuwerden. Ich denke, dass jede Kultur auf dieser Welt die Welt erst so vielfältig und interessant macht und man weiß gar nicht, was für einen Einfluss eine jeweilige Kultur auf die, auf das, auf die gesamtmenschheitliche Entwicklung gehabt hat. Ne? Man könnte jetzt irgendeine Kultur einfach mal so, wenn man jetzt einfach mal irgend so eine Kultur, jetzt wenn man in die Vergangenheit reisen würde und irgendwie, keine Ahnung, wie das jetzt gehen soll, ne? Einfach eine Kultur rausnimmt aus der Welt, man kann nicht wissen, was das für Auswirkungen hat. Vielleicht könnte auf der anderen Seite der Welt irgendwie hunderte Jahre später auf einmal alles anders sein, nur weil diese eine Kultur jetzt auf einmal gefehlt hat. Man weiß nicht, was es da für Interdependenzen gibt. Ja, die Menschen sind einfach oberflächlich. Oberflächlich, im tiefsten Inneren böse. Wenn sie glauben, sie können sich alles erlauben, dann zeigen sie es wie in dem Film Das Experiment. Ich kenne ihn jetzt nicht auswendig, aber ich habe, glaube ich, also so die Story in den Grundzügen so vor Augen. Und auch wenn das jetzt so sich so angehört hat, als hätte, würde ich mir irgendwie Sorgen machen und hätte Angst. Das ist gar nicht so. Also, da gibt es so irgendwelche Sadisten, die sich jetzt so die Finger lecken und die Zähne fletschen und nur darauf warten, sich in mich hinein zu beißen und zu verbeißen. Aber, na, ich könnte jetzt sagen, das wird nicht passieren, aber es wird ihn nicht überzeugen. Wartet einfach ab. Ihr werdet das schon sehen. Wird nichts passieren. Mann, jetzt habe ich es gesagt, verdammt. Na, ich lasse euch euren Glauben und ja, ist mir sowas von egal.
Also ich gucke jetzt ein bisschen Fernsehen, ich lade das jetzt mal hoch und dann. Aber erwartet von mir jetzt nicht irgendwelche Videos. Glaubt nicht, dass ihr mich jetzt irgendwie provozieren könnt mit irgendwelchen Kommentaren. Ich werde jetzt da keine weiteren Videos jetzt erstmal. Hab ich, also ich habe zumindest keine weiteren geplant. Und ja. Na, wenn ihr Langeweile habt, schreibt mir irgendeinen provozierenden Kommentar. Wenn ich Bock habe, antworte ich drauf. Wenn nicht, dann hole ich mir wahrscheinlich einen runter, gucke Fernsehen oder schlafe oder esse. Oder vielleicht bin ich sogar unterwegs, wer weiß. Ne, also ich sitze jetzt nicht die ganze Zeit hier und warte auf eure Kommentare von euren Fake-Profilen. Aber ja, wenn ihr mich unterhalten wollt, ne, ist immer wieder interessant, sich sowas durchzulesen, komme ich mir immer wieder so vor, als sei ich in der Realschule mit diesen ganzen Vollidioten, aus denen nichts geworden ist, die dann sich so über jemanden lustig machen wollen, wo sie glauben, es geht. Ja. Also. Läuft bestimmt irgendwas Interessantes heute im Fernsehen. Was läuft denn heute im Fernsehen so? Was läuft denn gerade? Ne. Hier gerade mal die ganzen Programme durch. Naja, vielleicht später. Ist auch egal, ich finde schon irgendwas. Ich habe Pay-TV-Kabel, Fernsehen, da läuft eigentlich immer irgendwas. Und im Zweifel, wenn nichts läuft, gucke ich einfach MTV und höre Musik mit, gucke Musikvideos. Und nicht nur die 80er, ich habe auch natürlich auch das aktuelle MTV, MTV Live, der Hauptsender aus London, wo wirklich die ganze Zeit Musik gespielt wird und nicht wie bei MTV Deutschland immer wieder zwischendurch irgendwie so Catfish und so eine Scheiße läuft. Kann man sich ja gar nicht angucken. Ja. Also, ich hoffe, ihr habt auch Spaß, von wo immer ihr auch zuschaut. Oh Mann, ey. Diese Kommentare, ne? Glaubt echt nicht, dass sie mir nahe gehen. Und als ob das so irgendwelche, weißt du, so, das sind bestimmt so Typen, ihr seid bestimmt so Typen, die selber in psychologischer Behandlung sind. Oder psychiatrischer Behandlung, jetzt meint ihr so, ihr seid selber so voll die Experten, nur weil ihr die ganze Zeit euch eure Diagnosen anhören müsst und jetzt so denkt ihr so, ah, der hat das auch und so. Voll eingebildet, als ob ihr jetzt irgendwie auch ausgebildete Ärzte seid. Voll lächerlich einfach nur. Also. Let's see what happens.